Hi, ihr Lieben. Ja, das ist die finale Folge, der finale Part von Franz Kafka Video Game. Und ich hatte das eigentlich schon alles komplett hochgeladen auf unserem Kanal. Und ja, gucken wir dann nach dem Hochladen immer noch mal separat das Video an, um zu gucken, ob wirklich alles so ist, wie es sein sollte. Und wie schon beim ersten Part fehlt mir hier die Tonspur. Ich habe keine Ahnung, wo die wieder hin ist. Aber naja, gut. Deswegen wundert euch nicht. Ich muss das jetzt vertonen. Weiß natürlich jetzt auch nicht, weil ich das schon längere Zeit, vor einer längeren Zeit aufgenommen habe, die Folge. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was da so noch passiert ist. Und ja, da müssen wir uns jetzt ein paar Minuten durchfuchsen. Die Folge ist ja nicht ganz so lang, ich glaube, die geht knapp 11 Minuten. Und von daher, ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja. Auf dem Weg zum Spielende muss ich natürlich noch ein paar Rätsel lösen. Hier, ja, wie ihr seht, muss ich dann halt die Zeit irgendwie in die richtigen, in die richtige Position bringen. Also die Zahlen. Und ich werde hier gerade etwas von meiner Katze gestört. Und ja, ich glaube, ich habe sogar ohne Hilfe irgendwie hinbekommen. Aber es hat doch ein bisschen gedauert. Es war ein bisschen verzwickt gewesen, sehe ich gerade. Aber ja. Ja, ich glaube, ich habe das ohne Hilfe hinbekommen. Ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, das ist der finale Part vom Spiel und ich kann ja das schon mal so ein bisschen mein Fazit zu geben, sage ich jetzt mal. Und sorry, wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, aber meine Katze, die rastet gerade etwas aus, weil sie von mir nicht beachtet wird. Wie gesagt, das Fazit zu diesem Spiel, ich sag mal, nicht so schlecht. Ganz interessante, wirre Story, muss ich sagen. Rätsel, die teilweise, wo man erstmal richtig drauf kommen musste, was jetzt von einem gewollt wird. Aber ich denke, das habe ich eigentlich ganz gut auf die Reihe gekriegt. Okay, für manche Rätsel habe ich wirklich viele Minuten gebraucht, genauso wie hier jetzt für die Uhr sehe ich gerade. Entschuldigung. Aber an sich, ich mag diese kniffligen Sachen. Und ich versuche eigentlich auch immer, ja, da sehe ich schon die Lösung. Und ich glaube, ich muss gleich mal meine Katze rausschmeißen. Ja, wie gesagt, da sieht man schon die Lösung. Aber ich war ja, denke ich mal, schon auf einem guten Wege. Und ja, jetzt habe ich es nach der Lösung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hat. Ja. Da bin ich dann erstmal drauf gekommen, nachdem ich dann halt die Lösung angeguckt habe oder beziehungsweise den Hinweis, dass man den Penüppel da rausziehen kann. Und ja, irgendwann hatte ich es dann aber doch gehabt. Und wahrscheinlich. Einige haben es mit Sicherheit schneller hinbekommen als ich, aber okay, da kann ich mit leben, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
wie gesagt, das Fazit: Spiel ist nicht schlecht. Ich habe es jetzt in 7 Folgen hingekriegt. Wahrscheinlich kann man es auch in, ja, ich weiß nicht, wie lange war das jetzt gewesen? 2, 3 Stunden, irgendwie so um den Dreh vielleicht. Und ja, wie gesagt, ich fand es nicht schlecht. Die Rätsel waren manchmal ein bisschen knifflig, ein bisschen wirr. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich das Spiel an sich verstanden habe. Weil die Dame hier, die hier gerade bei uns sitzt, die war ja am Anfang des Spiels auch schon bei uns gewesen. Und ja, ich weiß es nicht, hat also diese Rätsel und diese Geschichte jetzt etwas mit ihr zu tun oder halt eben nicht? Das ist so meine Frage. Ja, und damit war das Spiel schon zu Ende. Ich glaube, ich habe die Credits durchlaufen lassen und habe da, glaube ich, auch mein Fazit zugegeben. Und ja, ich merke gerade, ich habe, ja gut, der Ton ist komplett weg. Eventuell unterlege ich jetzt meine Stimme noch mit Musik oder irgendwas, dass es nicht ganz so eintönig ist. Ich habe übrigens nicht gegoogelt, was es mit dieser Katze auf sich hatte. Ah, da kam, glaube ich, noch was. Ah, jetzt fällt es mir ein mit den Sternen. Genau. Es war noch nicht ganz zu Ende. Genau, da musste man auch noch mal ein bisschen gucken. Wie man was wie wo anklicken muss. Ja, falsch geklickt. Genau. Da hoch und dann links. Ja, also jetzt wirklich zum Schluss. Spiel war interessant. Wie gesagt, die Rätsel waren manchmal ein bisschen wirr, konfus und ich habe keine Ahnung. hat aber doch recht viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Entschuldigung, meine Stimme macht sich gerade vom Acker. Und ja, ich sag mal, für so ein kleines Spiel zwischendurch macht sich das hier eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn man sich nicht ganz so doof anstellt, so wie ich teilweise, dann kann man das Spiel auch recht schnell durchspielen. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was das mit der Zahl auf sich hatte. Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher, ob ich danach gegoogelt habe oder so. Ich glaube eher nicht. Wenn ihr wisst, was die Zahl auf sich hat oder was es mit der Katze auf sich hat oder generell Informationen, die ich vielleicht nicht rausbekommen habe, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ob es euch gefallen hat, dieses Projekt oder nicht. 916, ja. Okay. Ich sag's ja, das Spiel ist ein bisschen wir. So, das war jetzt aber tatsächlich das Ende gewesen. Ich glaube, da habe ich jetzt auch, wie gesagt, mein Fazit dazu gegeben. Das habe ich ja jetzt auch schon öfters hier in diesem Teil angefangen. Und ja, da sehen wir uns dann in einem nächsten Projekt. Und dann werden wir mal schauen, was wir dann bringen. Die Anna, die ist gerade auch an einem Projekt dran. Und mein nächstes Projekt kommt dann
Natürlich direkt hier nach. Ich war am Überlegen, ob ich zwischendurch noch was anderes machen werde. Aber ich mache das, was ich mir jetzt vorgenommen hatte, erstmal durch. Und danach kommt mal was ganz anderes. Ohne Rätsel, ohne Wimmelbild und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wie gesagt, Kommentare, Likes, wie auch immer, könnt ihr gerne hinterlassen. Wir würden uns freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.